Good morning. Welcome here from Dallas Morris in Jedina von Jünd. Gretchen von Dallas Morris, mit drei Farge Galata 1, Vers 3 bei 3, 5. Noch Gnadenfried von Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus mit uns seinen. Heißt dort für unsere Sünden, größer als Gott, der Vater dort geplant hat, uns dort durch, in diese beise Welt rüterraten. Am traf alle ihr durch alle Ewigkeit. Amen. Wir singen, what a mighty God we serve. Wovon großer Gott, du wie deine. Wir singen dort, Wann sie Gnade in uns leben wir, so wird es dort, dann mögt diese Welt ein Paradies. So, wenn sie eine Gnade in uns Hort Bana ist, in uns Hort Tüß ist, Gott sie eine Gnade, Gott sie eine Leib, dann ist diese Welt auch noch eine Scheine steht zum Leben. Wenn das Falsch hier sage, der dort die vierte Falsch, heißt dort für unsere Sünden groß, so als Gott, der vorher dort geplant hat, uns so durch diese böse Welt rüberzuraten. Diese Welt, die Natur, was Gott gemerkt hat, das ist böse. Aber die Menschheit, die etwas Ganze ist, so schlecht. So wie Romans. Und wir hören viel davon. Und so, dort ist, was hier redet von der böse Welt. Er hat uns rüberzuraten, dort wie eine Zukunft sein im Himmel. Dort wir in Zukunft haben, dort wir dort sein und dort bleiben, dort begriffen, dort versicherte Pfote, wie da noch mit uns hart, bleiben wir dort fast, du hast wahrscheinlich nur das Leben, das ist im Himmel reicht für uns. Und weil wir Gott danken dafür. Und weil wir den Allmächtigen, großer Gott, serven, was uns gemerkt hat, in uns Gott ist. So ist die Weite, wie wir von ein paar Weekends nicht hier tüß. Das Gott war hier tüß zu sein. Und wir haben eine schöne Zeit gehabt. Gott hat uns gesehen. Da sind wir dankbar für. Wir hatten einen safe trip. Wir sehen die Zeit gehabt. Und wir haben auch das Fährrad hier nach Geschwister Elvin Döcke dort zu treffen. Ein paar Mal in Mexiko. Anders als geplant wir. Wir haben dort zweimal gesehen im Hospital. Und Bruder Elvin sieht noch, letzte Woche wieder wir dort aktuell die Quatsche greifen von Ent. Und er sagt, er wie allem Gott, sagt er so. Und er von Elvin. Und er glaubt Susanna as well. Sie wird auch im Hospital. Und so, mir leidt sie sehr mögen dort zusammen. Ich glaube, wir in der Weh ein bisschen rauf verändert, aber ich glaube, dass dort zusammen schafft es, ne? So, weil wir wieder denken, dass Gott dann wieder sehen wird mit Gesundheit und dass sie keine Rest kriegen, dass es fehlt, Utreiben, dass es fehlt und so wieder. Wir haben die Gelegenheit, dass wir dort haben vorhin deiden und dass wir hier von Tüß, habe ich dort auch gesagt, wenn er nur gefragt wird, du ein Herkules, eine neue Ansiedlung, du ein zwischen Camargo und Oasis, du. Dort ist uns noch ein Abend wieder Osterdorf von den Highway, wo da von Okinaga nach Camargo geht. Ist noch ein Irrweich davor und so einer, wo dort ein, wenn er da Hand fahren, da hat er einer auch wirklich, er einer, macht dort weiter, wenn er da Hand fahren will, fällt sich so, zum da Hand kommen, eh? Aber Gott, der ist gut und er hat uns gesehen, man hat, wie können die Tracker besiegen? Und nach der Tracker, ich hörte, lasst uns einen Status von ihnen, wo er vielleicht ist einer, nach der Tracker gebiet. So, da wir zwei Wege trägt, wie wir da eine Tracht und ich da die Botschaft. Ein Ding, was mich anschieren deit, dort wird, als wir Jan bei vorhin deit, und ich war das Sinn und an, versendach, war ich Sinn und an, dort meine Stamm, der ging wach. Und ich weiß nicht, was er ist about Mexiko, bei mir hast du das Meier so tun, wenn wir da sein Hand gefahren. Und ob ich das wir berät, ich will da Sonntag morgens die Botschaft haben. Wir fuhren Sonntag tidig morgens von Oasis, fuhren wir dann da nach Herkules, mit über 2 Stunden vor. Und meine Stamm, wir Mess führt Sonntag morgens. Und
Und was wird aber der Zweck sein, bei der Zweck werden und so weiter, und das tut wir zum der könnte Botschaft bringen. Gott mögt den Wahrheit dafür, dort er könnte reden, das schien so schafft, nicht so schlecht. So, ich bin dankbar dafür. Ich sag, wo Gott durch Läden vier Däden. Und ich glaube, das sind Gebete. Ich glaube fast, dass wir in Gebete, das sind Gebete, was Gott erhören hat. So, Gott trifft ihr dafür. Und nur dem, wie wir noch über eine Weg ab Chavis, wo meine Mom wohnt, so. Und dann da bei ihr war und die Schwester habe da noch so, hat nicht gesehen, die Titel. Hier wieder von Leos Morris zu der Botschaft. Ich kam auf der Botschaft einander broken to blessings. Gebrochen zu Segnungen. Na, wo stand dort taub? Na, bloß, I guess, wenn ich dort so abstehen würde, dann stand mir dort taub das Wort. Aber, ich will von Leo ein bisschen reden von Gebrochen und auch von Segnungen. Der erste Port von der Botschaft ist von gebrochen sein. Ich habe hier ein Vers gewählt, den Tagsvers, in 3x5 Vers 5. Als ich gestern mal diese Botschaft schaffen würde, oder überdenken würde, was ich bringen würde, will, im Twaschen, so wie weiter, wie haben sie selbst uns, und dann schickt ich noch mal ein bisschen auf Status, und dann sage ich, du, sagst der Peitersche, der hat du, ab er Status, kriegt das Vers, und mich kommt den Posten fair. Römer 5, Vers 5 sagt, Hupning lässt uns nicht zu schauen worden, wie es uns durch den Helden Jesus, der uns gejäft ist, Gott seine Leibe und unsere Worten gegoten ist. Sie das sagt Paulus zu der Römer dort, die Hupning, was wir haben in Jesus Christus. Die Hupning, die lässt uns nicht zu schauen worden. Die lässt uns hier in dieser Welt helfen, dort wie uns durchfingen, und macht unsere Troubles und Sehnungen und Tide, wo wir durchstehen dürfen. Der Hupning, was wir in Jesus haben, der hält uns hier durch. Wird dann sagt er noch, durch den Helden Geist. Ja, der Hupning, wenn man den Helden Geist taub, dann ist das viel Kraft. Das ist alle Kraft, das ist alles, was wir brücken, zum durch diese Welt durchfingen. Und dann sagt er, der uns gejäft ist. Gott hat uns den Hupning und den Helden Geist gejäft, das ist ein Kind Gottes. Dann haben wir beides. Dann sind wir Rick und dort. Dann sagt der letzte Port von Farsch, Gott in den Leib in unser Wort in die Goten ist. Der uns, okay, da dreht er von, durch den Helden Geist, der uns gejäft ist, Gott in den Leib in unser Wort in die Goten ist. Durch den Helden Geist, ist Gott in den Leib in unser Wort in die Goten. Ab Englisch, da redet von, the love of God is shed abroad in our hearts. Und der Höchstliche sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. So, das ist richtig gut. Gott hat uns dort in unser Wort nein, die Gute, durch den Helden Jesus, wort in unser Wort nein, die Gute. Wo wird er nein, die Gute? Gott in der Leib. Gott in der Leib, der ist in unser Wort tüß. Und wenn dein Leib in unser Wort tüß ist, dann werden andere Menschen dort auch ein Wort von uns, dass wir auf seiner Schuld gehen und was von heute. Wenn wir denken dann an broken, gebrochen, von der schon dacht zu uns, wenn du irgendwas, wenn ein Glas, ein Kuffel, oder ein Kampje, ein Bowl, oder nur der Flurfeld, Tüß, und das schlägt weg, ist broken, dann ist dort, das noch, hast du Topfein, und ein Garbage Meat, und dann fertig, das ist vorbei, ne? Broken, das ist zwei gebraucht. Das ist Trash. Oder eine Bulb, nochmal da über Bulbs replacen, dann fällt uns auf einmal vielleicht nur Flur unter, na, habe ich nicht so will, ne? Und da brückt nicht viel, das weißt du, dann spritzt es, dann ist das Glas verspritzt noch, dann ist der Bulb verbrückt. For sure. Oder ein Plastikding, was wir haben, und dann braucht er zwei, vielleicht ein Tool. Da braucht zwei, was haben wir noch viel tun? Well, Crazy Glue wird vielleicht manchmal noch ein bisschen halb, aber really, ein Bulb wird erst verbrückt, und wir trashen dort. Oder wie würde man die Kreuzschaft somehow an uns und ans Tun, an die Fans, was wir haben, von uns frei, man würde den Held an der Pol aufbrechen, für eigentlich, irgendwo ungehört, man fertig oder man mit Gereitschaft oder was immer das wird sein. Oh, dann ist der Pol auch really verbrannt, ne? Der so fällt dann Ritterite und Frösche anzugruben, zu fixen da. Was will man aufgebrannt an der Pol dann? Da haben wir gleich viel Rot für, ne? So,
Wat gebruiken als voor ons mensen als een bult, dan is het verbruikt. Het is trash. Zou je lijken denken, oké, heb het niet beter, ik lijk het even naar molen, of wat ook maar, dat is trash. En wat redt God van gebrokenheid? Wat wilt hij aan gebrokenheid noemen? En dat terwijl we ons soms vers lezen uit Judges, Rechter 7. Judges chapter 7, verse 15. Hier fangen wir der Geschichte von Gideon. Und sein Herr, Gideon, ging die Midianiter. Hij deed de belogeren en hij deed de aannemen. En dat is een interessante geschicht. Wie waren hier best van vers uit nemen? Dat is een interessante geschicht waar God Gideon zijn deed en aanwezen deed. Waar zij zullen die dat volk aannemen? Waar zullen dat zullen overwinden kunnen? Een huisje, die weer hier komen, de Israëlieten daar te boderen. En God bracht Gideon toen die waren een huis, de Midianieten waren een huisje en zo verder. En dan fing we door de, wat we hier moeten vers 15 ontvangen. God kampt op Gideon zijn gezicht, zegt het hier. Dat zegt, als Gideon, dit is een droom en wat hij meint, die hier had, knijt hij zich voor God dood hem aanbeden. Dan kwam hij terug naar dat Israëlische lager en zei, moet junt op, de haarhafte Midianieter er lager en junt heen gejeeft. Hier fing we dus Gideon, die had een zeer grote geloven. En God kon hem Feinbrücke. Weiß Gott, hat ihm das gesagt, und was sagte zu seinen Soldaten? Der haarhafte Midianiter, er lager und jüne hingegeben. Und fair dort sei, wenn wir das lesen würden, die Geschichte ist, wo Gott Gideon immer war erwiesen, du hast so viele Soldaten, du hast so viele Soldaten. Und auf verschiedene Wege wurde immer mehr Soldaten in die Hüste geschickt, aber mit 300 blieben die von 22.000 oder was. Und dann hier sagt Gideon über zu seinen 300 Soldaten, der haarhafte Midianiter erlogen und jüne hingegeben. Und er teilt die 300 Männer in drei Gruppen und gibt jeder einem eine Person in einen Vierstock, einen Hund, in eine Lade Krug, um den brennenden Vierstock zu bedecken. Dann seht er zu end. Well, ich war eben 15 oder 19 erfahrt. Dat weet we, dat is waar hij de mana door jeven deed, de brennende vierstok in een laadje kruk. Op Engels de gereed van pitcher, kunnen kolen zijn. Dan zegt hij, dan denk je naar vars. Men in de nacht kwam Gideon met zijn 100 mana wat onder loga. De Midianieten hadden grote wachten gewechseld. Dan blozen de mana van Gideon met de personen en sluwen de krukken, wat ze in de heng hadden en twee. So, sie hatten einen Vierstock, sie hatten Krücke, lade die Krücke, mit dem bedeckten sie den Vierstock, so dass das Volk dort nicht sein können, mit dort sie da wehren so wieder. Aber als einer dort nicht ist, fehlen die, dann schlüren sie die Krücke zwei, und dann haben sie ihre brennende Vierstock, haben sie dann zum diese Männer hier grühlen, das Volk hier grühlen so wieder, vielleicht zum Seine, wo sie wehren, wo immer dort die Brücke können. Dann bloßen auch alle drei Aufteilungen, er hat den Mann in drei Teile geteilt, 100 und 100 und 100. Dann sagt er, dann bloßen auch alle drei Aufteilungen mit Personen und schlühende Krücken in zwei. Sie hielten mit der linken Hand den Vierstock und mit der rechten Hand die Person, um zu bloßen und raubten. Hier ist das Schwert von den Herrn in Gideon. Da bestanden sie rundum dort Lager. Jeder einer auf seinem Platz, am Lager überrannt alles durcheinander. Sie schreien und versuchten, vorzukommen. Und während die 300 Männer mit den Personen bloßen, leitet der Herr an dort Lager so eine Verwehrung abkommen, dort einer jen den anderen kämpft, und dort ganze Herr jäuft sich auf eine Flucht. Und die Richtung nur beit Shida, Sereida, und bat an der Grenze von Abel, Mahola, Bitabat. Hier sei was er passiert hat, in wo Gott diese Gideon und sein Herr brücke hat. Excuse me.
Und hier brückt es sich den Petr, den Korn, zum den Tverschlohne, zum dort vier, dort vier Stock Dache können. Und dann holt so, das wie hier lesen deide, sie bloß mit den Personen. Und, das soll, ging das dort her. So hier sei wir, dort ein Korn, der können dort vier bedeichen. Wo ist dort in uns Leben, wenn wir das als Beispiel nehmen dann? Macht noch mal was gebrochen worden in uns Leben? Macht Gott noch mal was verbrechen in uns Leben, zum dort Licht, zum dort sehen Licht zu sein ist? Habe ich manchmal uns Licht aus dem Kind Gottes, aus dem Christ? Hast du manchmal dein Licht bedeckt mit irgendwas? Hast du irgendwas, was die Weichhöhlheit von dem Licht sein in dieser Welt für Jesus? Hast du something? Habe ich manchmal eine Korn genommen und habe ich da immer gestellt über das Licht, was wie so der Dachelote für Jesus? In Exodus 32, da fing wir die Geschichte von wo Moses auf den Berg Sinai wir. Und wo Gott an da die 10 Commandments, die 10 Geboten geben, die ein Tufle geschrieben. Und wie weit wurde die Geschichte geht? Dann ist Moses doch vom Berg raufgekommen, haben wir lange dort am Berg gewasst. Und was passiert? Was will mit den Israeliten fähigen? Reffendiert, wenn man sagt, was will mit den Israeliten fähigen? Was Moses da so lange am Berg wie? Was hätte die Children of Israel da in ihrem Berg? Worship the golden calf. Ja. Ja. So ist Moses raufgekommen vom Berg, dann das heißt auch, was alle fähig. Actually, Gott hat ihm dort gesagt am Berg, dass die Kinder Israel die Viere aufgekommen von allem. Aber was er raufgekommen und sagt, was er angehend hat, was hat er dann? Dann schmeißt er die Tufel auf die Erde. Und die Tufel, zwei Tufel, die spritzte Fien, verstoben so. Ja. Weil, wie würde vielleicht so denken, okay, dort hat Moses doch verwendet, denn nun musste er selbst noch ein paar Tufel gleich haken, zum war er am Bäuchen abgehauen, dass Gott könnte die Gebote dann abschreiben. War das eine Sie davon. Aber die andere Sie davon ist, was passiert mit den Kindern Israel, dass sie sagen, was Moses mit den Tufel, die was Gott angegeben hat. Was haben die Kinder Israel getan? Moses, der wir, sei er verstellt, sei er entweder über Olaf von Erd. Das brückt zwei Steiner Tufle. Gott brückt die zwei Steiner Tufle, dass sie zwei gekillt wurden, zum dass die Kinder Israel sahen. Nun wir wirklich wie von Arach. Und wie weiten dort, wenn Moses dann das Golden Kolf zwei Schlone deit, und das legt eben von der Pulver Schlone deit, und was hat er noch? Eigentlich schaut das Pulver am manchem Wutter, ne? Dann musste die Kinder Israel dort trinken, dort Wutter trinken. So wie war er, was zwei gekillt, was zwei geschlaunet, wo das Brücke deit. Das brückt, dass das Kolf zwei gekillt wird, zum, der Sinn muss zwei gekillt in andere Vierer, zum deit ewa zieht. Das ist das gefiert wird. So wie sein dort, dass Gott dort Dinge zwei brechen, zum heute Brücken kann. Heute dort. Heute hat von Miami. Heute dort Dinge zwei brechen, zum heute Brücken kann. Von der Tür aus, sei wie Sender, da ein Heilbrück dort, und das fehlt an so harte Zweibrecke für Gott. Zweibrecke, an Stein hortet hort, von der Tür, was wir haben, dass dort Zweibrecken dort, dort Gott ans Brücken kann. In Markus 14, Vers 3, da ist eine Geschichte von, wo wir da in den Vers lesen, Markus 14, 3, Mark Chapter 14, Vers 3, aus Jesus in Bethanien, wie den Lepra Simon, um das dort, käme eine Früh, der hat eine Büttel voll Diere, Achte, Wartel, Eil. Sie brügt das Glas in zwei und geht um die Eil auf den Kopf. Das war hier passiert. Zum Beispiel, der Eil war in das Glas wie. Zum Beispiel, der sie nur Arbeit können tun. Der Eil wird sie nur Arbeit tun, ne? Recke, wie Scheinrecke, Parfüm. Zum dort terecke wir, dann muss das Glas zwei gekillt. Das wir ein Glas nein gedoen, das dort, das Glas muss zwei gekillt. Zwei gebrauchen. Zum dort da rücknehmen. So, da sei wir das auch. Das Glas muss zwei gebrauchen, zum dort das scheinreckende Parfüm da rückkommen kann. Und so erst dort ist ein Bild von, wo Gott uns auch brücken wird. Wie Mathe, uns lote, Verbrechen von Jesus,
ans Hort lote breke von Jesus. Wir können auch sagen, breke zu der Sünde, oder von der Sünde losbreke, zum was Gott uns brücken kann. Paulus, der schreibt in 1. Korinther 11, Vers 24. Das redet hier von der Obermut. Dann sagt er, und noch seid ihr fähig down tot, brüht ihr dort und seht, das wie Jesus, das heißt, der Obermut hat man seine Jünger. Das ist mein Charp, der verjüngt gebrochen wird, nehmt den Eid, an mich zu denken. Jesus, der brüht sein, Charp. Dort meint er, er hat sein Leben, für uns zum Sterben am Kreuz. Das ist, was er hier meint, dem Wort gebrochen. Und Jesus, den gibt er noch einen Kampf auf, sein Charpa gönnen zu lassen. Das weiß ich, im Garten Gethsemane, wo er noch Ringe deid, in Gottes Frau deid, wenn er sein Wähle ist, wenn er Gott sein Wähle wird, hat Jesus nicht brücklich, das gönnen, dann wird er dort nicht wählen. Aber wie Gottes Wähle, hat er deid, so er gibt sich Hand dazu. Jesus, der gibt sein Leben, sein Charpa Hand, und dort ist ein Bild, und dort oben mal, dort, wie denke an Jesus, dass er den Charper gebrochen hat, für uns sind gestorben. Und wir sollen an ihn denken. So das brücht eine Gebrochenheit. Jesus wird auch gebrochen zu Gott, zum Gott sein Wähler tun. Und so brücht das auch, dass wir gebrochen sind. Psalm 51, Vers 19 sagt, das Opfer, das Gott gefällt. Okay, wenn wir denken an ein Sacrifice. Wir wollen ein Sacrifice machen. Was für ein Sacrifice wollen wir machen? Was wollen wir tun für Gott? Wir wollen ein Sacrifice tun für Gott. Das Opfer, das Gott gefällt, als ein gebrochener Geist, ein verängstet und gebrochenes Wort, wirst du, oh Gott, nicht verachten. Das wird David hier sagen, ein gebrochenes Wort. Ein Wort, was er gebrochen ist für Jesus. Was er gebrochen ist für Gott. Das, was Gott nicht verachtet, das sagt, das Opfer, das Gott gefällt. Das ist ein Opfer. Wenn du dein Wort hast Leute brechen von Gottes Geist, von Gottes Wort, dann hast Leute brechen, dort das Upwort von Jesus. Das Wort muss schien zu gebrochen worden. Der Geist muss das Wort brechen, dort hat er nennen können ans Wort in unserer Wieder, aus dem Beispiel. Das ist ein Opfer. Dann fangt dort an, fangen wir an, ein Opfer zu sein für Jesus. In andere Vira, dort will wir anfangen, für Jesus zu leben, nur Jesus zu froh, nur sein Wahle zu sehen. Wenn uns Wort als gebrochen von den Helden jetzt, und wird das brückt dort, dass wir gebrochen sind, dass wir gebrochen worden. Dass wir zwei, dass uns Wort gebrochen worden, dass Jesus Totrat hat, zu uns Wort, zu uns Leben. Und dort sagt Paulus hier, oder David hier im Psalm 51, dort ist ein Opfer. Das bei itself. Dort ehrt Gott. Das zu sein, wer Gott ist, durch die, dort du hast dein Leben geändert, du hast Gott dein Leben übergebt. Dort ist ein Opfer zu Gott. Das ist ein wunderschönes Ding in Gott seine Ehe. Dort ist, wie du am Lobe damit, wie du am Hochheben damit, wenn er kann durch uns andere Menschen wiesen, wer er ist. Und was für Wunder er kann tun in uns Menschen in Haft tun. Wie Mathe in gebrochenes Wort hat, und wie Mathe in gebrochenes Wort hat, über Sünde. Wie Mathe gebrochene Pfeile über Sünde. Wie Mathe in zwei Pfeile über Sünde. Wie Mathe, uns mit Sünde wahrlich worden, wie Mathe, dass wir uns gegen uns worden sind. Zum dort wie kann ein gebrochenes Wort hat, wo Gott in gefallen hat. Wann wir dort belebt haben, wie sind ein Kind Gottes geworden, vielleicht hat Jahre träg, vielleicht noch nicht so viele Jahre träg, aber die Zeit geht wieder. Und jetzt hat auf einmal gesagt, dass wir auf einmal das erste am Anfang hatten, dass wir auf einmal waren in der Korn und ladet Dose nehmen, fahren wir das Wasser über das Licht zu stellen. Ist das something in uns Leben angekommen, wo das Licht von Jesus darf mehr und der, dass Jesus dort gleich dass Mensch dort gleich sein kann, dort du wirklich ein Kind Gottes bist. Das ist something, so was es dort. Fehlt die Dose mal auf 20 Kilo,
sind wahrzunehmen, dort war er klar dargekommen, können Sie uns dort geben. Die Frage ist, was wir erst am Anfang hatten, in 3x4 Vers 5, klagt dort Port von Gott seine Leib, als er unser Hort in Ende geht, durch den Herr der Jäst. Wenn unser Hort gebrochen ist, dann kann Gott dort in Ende gehen, seine Leib, durch den Herr der Jäst. Dort geht es in unser Hort in Ende. Und dann möchte er euch erscheinen ans Leben. Wie singen nochmal dort Leid? Count your blessings, name them one by one. Tal deine Segnungen. Und dann dürfen wir eint wie eint abnehmen. Nehmen dann. Gib dem mal Numus. Gib all die Segnungen an dein Leben. Gib dem mal Numus. Weiß, wie wollen entklort Opfer sein für Jesus? Psalm 51. Wie wollen entklort Opfer sein für Jesus? So wie der Brücke, dass wir nochmal unsere Segnungen dann teilen dürfen. Wenn wir in die Brücke mit Wort haben, und Gott sein Leib ist dann angekommen, angegoten, dann haben wir viel Ursache, von Segnungen zu reden, von Blessings zu reden, was Jesus eben uns schenken wird. Im Psalm 147, Vers 3, da sagt er, hei hält, der ein gebrochenes Wort haben, hei bebingt und ehre wunden. Das ist, was Jesus sagt. Eine Person, die ein gebrochenes Wort hat, Jesus hat das Todkreis gekriegt. Was hat er dann? Das hat Jesus, der hat unsere Wunde bebingen. Unsere Wunde. Wenn wir weiter haben ans Wort, du hast ihn besorgt, und er kämmert sich an ans Wort, und er will haben, wie sie alle ein gesündes Wort haben vor ihm. Das ist die Brücke, das zwei Brücke vor ihm, dass er das Brücke kann, aber er hat auch unsere Wunde bebingen. Er ist besorgt an uns. Er hat was am Rand. Und dort ist ein größer Sein, was du und ich haben uns leben. Dort Jesus wird um Raum geben, der an uns. Er bebingt uns unsere Wunde. Er wird um Raum an dich und an mich. Er ist uns wirklich gut. Was habe ich dort erkannt? Oder habe ich dort auf einmal, so sicher euer seht, habe ich dort auf einmal eine Dose über uns Licht über gedacht, dort wie das gleich mal sein kann, dort, wer Jesus ist und was hat für uns zu tun, hat erkannt, dass auf einmal gleich mehr, sie hat unbedingt bleib geworden damit. Was ist in mein Leben fähigung? Hei will, seine Arbeit ist dort, sich an uns Chamber, an uns Hort, was hei gebrochen hat, hei will sich an dort wieder Chamber ganz richtig leben. Dort Hort, was der gebrochen ist vor allem, hei will sich da an Chamber, hei einfach da am Rand. Jesus, die will, Haar, dass du in Exile durch das Leben fingen und um deine. So an Segnungen gedacht. Wie viele Segnungen? Hast du mal, das ist ein Saying, was er sagen wird, dort, if all else fails, try Thanksgiving. Eh? Und all das ewig nicht mehr schaffen will ans Leben. Wieso feile dort wird ein Betrechen ans Leben, ans erste Leben? In andere Vira. Und wenn diese Pfeile wird ein bisschen dreht, dann selber mal dankbar sein und denken über Segnungen, was wir erfahren tun und dankbar sein. Versieg dort mal. Und du sollst an dein Leben ein bisschen eine drehe Zeit haben, dass sich fällt, dass es gästlich ein bisschen dreht. Nimm mal Zeit zum Überdenken und deine Segnungen teilen, was Gott dir gesehnt hat, was Jesus dir gesehnt hat. Arbeit, Ete, Kleider, Gesundheit, Freund, Joach, Bibel. Viele Segnungen. Viele Segnungen. Wir können auf einmal, wenn wir über nur denken, dann habe ich eine lange Liste von Dingen abschreiben, wo Gott uns mit gesehnt hat. Count your blessings. Du deine Segnungen mal zahlen. Du musst immer denken. Check mal, mal was Gott dir gesehnt hat. Menschlich noch gecheckt, wir waren so leicht, weil wir an die Dinge denken, was uns noch jankert, was uns noch fehlt, was ich mit leicht zu haben, was da untersteht, dass ich mit leicht dort die Deide, das geht zu wer, jantet geht zu wer. Wenn wir von diesen Dingen ans Leben anchecken können, wir können auch eine lange Liste abschreiben, was ich alle wünsche, was da untersteht. Und wo ich nicht sie zu den Mindy komme, den ich schaffte nicht, dass ich will, das kann eine lange Liste geben. Aber wenn du siehst, checkt wir ans Leben.
Check wie sag wie immer beschäftigt dich mit all die Dinge, wo du unterstandest, ich wünsche dir die wir. Er merkt wie uns tragt mit der andere List von Dingen, von den Sehnungen. Blessings. Dort kann ein ganzer Unterschied merken in unserem Leben. Dort sage ich nicht, dass wir nur in Dunst sind, über Dinge, die nicht so gut ist, wie wir wollen haben. Aber wir merken uns nicht direkt damit, oder wir nehmen die Dinge nur Jesus. Und dann sagen wir, dankbar, nicht? Die Dinge, die ich nicht ändern kann, wissen, ist nicht ein Leid, was wir nochmal singen und gesungen haben. Was ich nicht ändern kann, das nehme ich geduldig an. Das heißt, das nicht sagen, wir können von uns alle, aber das ist ein Leid, ist dort. Was ich nicht ändern kann, das nehme ich geduldig an. Mein Albiet Zufriedenheit singen wir dann dort Leid. So, das sind viele Dinge, wo wir gerne verdankbar sein, verdankbar sein. Und weil wir uns beschäftigen mit den Dingen, wo wir gerne verdankbar sein. Wir haben wundervolle Spring gehört bei hier, viel Regen gehört. Wir haben, Gott hat uns beschützt bei hier, geholfen bei hier. Da da oben, das wie eine Hüstchen von Mexiko, da wie ein Lord, wie ein Mass Midnight. 2 Mil fährt bei Tüsswier, dann hüpft es ein grauter Reihe am Highway ab, dann ich break, was ich kann, und wankt zu sehen, und groß, habe ich nicht gehört, ne? Habe ich nicht getroffen. Well, dort sind Dinge, ein Bruder sieht gestrahl, dort weit auf kann einem, dich bei Tüss kann einem kraxe Geld, was war das weit auf, ne? Weil dann haben vielleicht auch alle von uns manchmal belebt, so was es dort. Aber sei wir dankbar dafür, sei wir dort, wo Gott beschützt hat, hei wies uns der Heimelware dort. Haft mein Heimelware gewesen, dort hei kann, hei der uns beschützt. Yes, da haf ich auch mal getroffen, dass die Reihe getroffen wurde, ne? Das kann auch passieren. Aber sei wie Gott eine Arbeit. Sei wie Gott eine Arbeit. Und check wie nur, was Gott tut in uns Leben, die Sehnungen, was er in uns Leben anstrebt. Und weil wir dann denken, wie hat er von der Absinnerschule dort, wie soll er nicht einen Unterschied merken von einer rechte Person oder einer arme Person, oder wie dort Beispiel, wie soll er nicht einen Unterschied merken, wie Gott seine Seele reinfüllt wird. Und was soll, dort, die Lehre ist doch für uns von der Ursache, wenn wir sind menschlich. Unsere menschliche Natur, die wollen einen Unterschied merken zwischen Menschen. Reck, oder arm, dich angetragen, oder was immer das Dinge sind. Wie menschlich noch nicht checkt, weil wir einen Unterschied merken. Und die Bibel lehrt uns aber, wie es Christus alle nicht einen Unterschied merken. So, weil wir uns dort Leute zu lehren sind. Weil wir dort nehmen, aus einer Sehnung, dort wird Gott es uns klar lehren, dass wir wie alle sein, und weil wir dann nur schaffen, nur streben, dann auch so zu leben dort. Und weil wir manchmal all dort, weil wir unsere Sehnungen teilen, weil wir dort hochgeben, was Gott für uns tut. Zum Schluss will ich einfach lesen, Kolosser 3, Vers 10. Der Vers, der uns Mutter sprechen, das steht. Lot Christus sein Wort recklich manchen wohnen, belehrt und halt einer den anderen an alle Weisheit. Und dann, der letzte Part von des Vers, singt von ein dankbares Hort Psalmen und jässliche Leider Gott zu ehren. Das ist, was Paulus der Kolosser Mutter sprechen deint. Hat er den Mutter sprechen? Dort, wie sollen von ein dankbares Hort Psalmen und jässliche Leider Gott zu ihr singen? Und wie dort tun, dann wurde viel von den kleinen Troubles in uns Leben, die wurden probably verschwingen, und uns wurden die Troubles in uns Leben nicht so groß verkommen. Und wie wurde von einem dankbaren Hort singe Gott zu ihr. Gästliche Leider, sagt es. Das sage ich nicht bloß irgendein Leider singen. Gästliche Leider singen, wenn die singen wie zu Gott seine ihr. Wir sollen uns an Jesu ja wach ermuntern und Mutter sprechen. Und das wird wie sollen. Von einem dankbaren Hort Psalmen und jesliche Leider singen. Gott zu ihr.
Mocht dat in ons leven thuis zijn en thuis worden, wordt het niet als. Wel, we beten. Jezus, we danken die voor dat wonderlijke dag wat u ons geeft is. En dat je lijn hebt wat u ons geeft is in die woord naar te checken. En dat we zijn er dat du was handelt, onze harte zalen gebroken zijn voor die. Die moeten gebroken worden van onze fleischelige natuur, zodat die juist toetraad heeft. En we vangen dat hier in Rijmer 5, dat er is die juist weer die leven aan zijn hart en aan je goede. We vangen ook de bijspelen van waar de kruk twee gekild moesten, dat de vierstak die arbeid kon doen, licht geven en zo weer. En haar wist u himmelische voren, wist van onze hart weer schaffen, wist u ons wezen door die genoeg, door die juist, wat ons velen deed. En wanneer we weten dat ons veel van deel is, we zijn glücklich en vrouw en moutig, we zijn ons plus wieder zijn en moed geven dat we worden jesselige leider zingen die te eer. Wenn du weißt, dat van onze harte hier dat we dankbaar zijn, dan we ons helpen. En wanneer we op eenmaal zeer neig zijn negatief te denken en dingen te denken wat geen ons welen gaan doen, help ons Jezus dat we worden ons pot doen, wat we doen kunnen om zo'n dingen te veranderen. Die situations, die omstanden te veranderen, wo wir kennen. Aber die Dinge, wat wir nicht ändern von der, dat wir den bloß bei den Kriegsloten, die uns vertrauen, und dann checken nur die Sehnungen, wat du uns über uns schaden lässt. Dat wir dankbar und zufrieden sind an die himmlische Fora, an deine Gnade, an deine Leib, an deine Gegenwart. Das uns zu beten, in Jesus Christus, in Namen beten wir. Amen.